Hallo und herzlich willkommen, ich bin Voodoo von Voodoo Let's Play und wie in meinem letzten Spiel angekündigt, werden wir uns heute mal darum kümmern, dass wir was gegen Missiles haben. Das heißt, wir werden jetzt einmal kurzfristig oder längerfristig, wenn wir sehen, wie es sich bewährt, unseren Mech ein bisschen umbauen. Ein klein wenig Kapital haben wir ja noch. Mechkauf hat ganz schön am Kapital geknabbert. Aber für ein Anti-Missile-System wird es sich sicher noch auszahlen. Hierfür werden wir mal ins Mech-Lab gehen. Config. Load out. Ja. Und Missile befindet sich auf dem rechten Torso, also vermute ich mal, wie das richtig. Er befindet sich zu meinem linken Torso, aber hier kriegen wir das richtige System. Aber wie man sieht, habe ich diese Slots hier alle belegt. Das heißt, wir müssen vorab einmal Double Heat Sink raus. 200. Mal sehen, ob sich das bewährt. 0,5. Das geht sich vorab aus. Hier unten sieht man ja gerade 84 Tonnen von 85. Das ist aber, weil ich derzeit ja eine Double Heat Sink rausgegeben habe, die wir dann mal wieder woanders einbauen müssen. Aber dadurch, dass wir dieses Anti-Missile-System einbauen, vielleicht können wir den Raketenwerfer rausgeben quasi. Schauen wir mal. Machen wir mal hier für Quip. Bla bla bla, ja, möchte ich haben. Ah, verbraucht sogar nur einen Slot. So drauf sitzen. Achso, ja, keine Munition. Natürlich hier unten waren da ganz nett vor mit diesen Rufzeichen, dass da eben was fehlt, ne? Da waren die no, also keine Munition Equip für der AMS. Da werden wir uns mal gleich drum kümmern. Ammo. AMS, da hat man halt auch die Wahl, eben volle Last oder nur die halbe Last. Das beläuft sich dann immer auf Tonnen. Jetzt sieht man zum Beispiel ganz schön, ne? Schreibt da mal hin, too heavy, ne? Kannst du nicht tragen, bist du zu schwach. Das heißt, wir werden gleich mal schauen, dass wir da noch ein bisschen Gewicht reduzieren. Die Kühlplatten möchte ich nicht verzichten, da wir ja ziemlich viele Laser haben. Wenn wir mal den Missilewerfer rausschmeißen, zack. Damit brauchen wir aber natürlich auch die Munition für Missilewerfer, nicht? Zack! Ah, jetzt haben wir schon wieder einiges an Gewicht gewonnen. Werden aber gleich, damit wir uns da nicht irgendwie verrechnen, die Heatplatte, die wir jetzt auf Lager haben, da einsetzen. Wieder zurück. Das Praktische, man kann den Roboter im Prinzip, beziehungsweise Mech, ne, kann man nicht zusammensetzen, zusammenbauen, durchprobieren, schauen, was gefällt mir nicht. Hier unten rechnet er dann eigentlich zusammen, was dich der ganze Umbau kosten wird. Du kannst dich dann immer fürs Komplettpaket entscheiden. So, Munition. AMS, jetzt sehen wir können die volle Ladung nehmen. In einer Ladung sind drin 1000 Shots. Benötigt einen Slot und hat eine Tonne. Gut. Ja, möchte ich. Möchte ich. Man sieht zum Beispiel hier, 2000 kostet ein so ein Munitionspaket, was aber ständig dann automatisch bei jedem Kampf neu geladen wird. Also man muss nicht jedes Mal die Munition neu kaufen, die Kosten werden dann wickeln. Jetzt sind wir schon mal auf 204.000, haben aber nur ein Gewicht von 83,5, das heißt, es bleiben 1,5 über. Wir haben dieses Anti-Missile-System. Da können wir uns ja noch was Nettes zum Spielen suchen eigentlich. Könnten wir mal schauen, der Torso, da war ja der Missilewerfer drauf. Ja, not enough slots, das ist klar, aber gewichtstechnisch 2 Tonnen. Das wird sich nicht ausgehen, ist ja klar, weil wir nicht 2,5, sondern 1,5 haben, ne? Da hätten wir eine Tonne. Frage ist, ob wir das wirklich brauchen. Oder man dann nicht doch lieber nochmal eine Kühlplatte einbauen. Und zwar schauen wir mal, wo können wir die reinsetzen. Die PC. Left Arm im Prinzip. Haben wir genug Slots. Equip. Hier hat man zum Beispiel stehen unten. Seed Management bin ich auf 1,24. Standard war ohne den zusätzlichen doppelten Kühlplatten wohlgemerkt. Man hat es sich belaufen, ich glaube, ich möchte jetzt nicht lügen, 0,88.
Also von da habe ich das schon enorm gesteigert. Wie gesagt, aber es bringt nichts, wenn ich das senke, weil dann brauche ich die ganzen Laserwaffen, die ich integriert habe, nicht. Beziehungsweise möchte ich dann später im Verlauf von Medium eventuell auf Large umstellen. Oder vielleicht noch eine PPC reinsetzen. Die mag ich auch sehr. So, schauen wir mal hier. Double Heat. Man sieht schon, von 1,27 bin ich aufgestiegen. Also von 1,24 bin ich auf 1,27 aufgestiegen. Jetzt haben wir natürlich noch 0,5 über. Die wollen wir doch nutzen. Da gehen wir ja was Nettes. Und zwar nochmal Anti-Missile-Munition. Die hat nämlich nur 0,5, die kleine. Zack. Zack. Das war jetzt um die halbe Munition, sprich 500 Schatz, aber insgesamt wären wir dann auf 2500. Ich habe keine Ahnung, wie viele Schüsse das man braucht. Das ist garantiert auch von Match zu Match unterschiedlich. Ne? Kommt darauf an, welche Bots dir entgegenstehen. Sind viele Raketen dabei? Nicht? Weiß man nicht. Gut, dann würde ich sagen, den nochmal so. Wenn wir hier jetzt auf Safe gehen. Fragt er mich nochmal eben, dieses MC ist ja die Echtgeldwährung, ich spiele das Spiel vollständig ohne Echtgeldwährung. Mal schauen, ob ich vielleicht später mal Lust habe, was zu investieren. Vorab möchte ich es einmal rein mit dem Spielgeld gucken. Okay, ja, die kommt. Wollen wir. Ah, hat alles funktioniert. Jetzt müssen wir hier auf Back gehen. Was nämlich auch wichtig ist, dadurch, dass ich jetzt die Waffe umgeändert habe, die Brands, weil AMS hat noch Tastenkürzel. Anti-Missile machen wir auf. Ja, nein, machen wir nicht. Er hat eine eigene Taste. Schießt die automatisch. Keyboarding. Ah, da, 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 da. Sorry. First try. Oh, third person. Schauen wir noch mal. Weg. Rapid Fire Ballistic Weapon, the Tracks and Shutdown Missile. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, dass der automatisch schießen wird, aber schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Gehen wir einfach mal ins Spiel rein. Wir haben ja einen Azult. Wenn wir hier schauen, sieht man Matchmaking Status, ne, Vorschauter, Wait Time, Medium. Man sieht es hier schön an die Prozente, also sprich für kürzere Wartezeit sollte man halt jetzt derzeit Medium spielen. Wobei der Heavy eigentlich nach meiner Ansicht nach genauso. Ja, jetzt steigt da, also die Zahlen steigen ständig. Genauso beliebt wäre. Oder gewünscht wäre. Ich bleibe aber trotzdem mal bei meiner Assault. Auf Play Now. Public Match. Und werden wir mal sehen. Hoffentlich finden wir recht schnell ein Match. Ja, das ist ja super gegangen. Gut, lass mal überraschen, ob die Auto-Target. Indien.
Map kenne ich Menschen schon, da habe ich aber Probleme mit Schluchten. Weil mit meiner Suit komme ich so schwer die Schluchten hoch und ich habe keine Steuerdüsen oder Flugdüsen, wie auch immer, dass man die jetzt nennen möchte. Oder nennen. Aber wir werden uns bemühen, dass wir nicht in so eine Schlucht hinunterfallen. So. Mal ready. Wir sind im Alpha Core, Alpha Team, Alpha Squad. Pff, kann man sich aussuchen, wie man es jetzt nennt. Eh ready. Auch ganz angemessen. Reactor online. Sensors online. Steht was vom Patch in 8 Minuten. Aha. All systems nominal. Los geht's. Ah ja, aktiv, ein AMS. Okay, das ist sehr nice. Ich bin ja immer so ein Reaktionskünstler, wenn es da hart auf hart geht, bin ich meistens dazu veranlagt, die falschen Tasten zu drücken. Also da ist das für mich schon recht praktisch, wenn das Ding automatisch die Raketen anvisiert. Ich gehe hier eigentlich auf Solo-Modus. Das ist vielleicht auch nicht so berauschend. Unsere Teammates sind da hinten. Wie schon im vorigen Let's Play angesagt, am besten bei der Gruppe bleiben, im Single-Modus bist du meistens ganz schnell abgeschossen. Als könnte das jetzt schon der falsche Weg gewesen sein. Wenn wir mit hier targeten, kriege ich schon mal die erste Welle voll ab und kann eigentlich nicht interagieren. Von daher nutzen wir jetzt die Möglichkeit, nochmal zurückzugehen, uns der Gruppe anzuschließen. Soll doch ein bisschen länger gehen, das Spiel. Das ist halt das Problem, ne? Hier rauf ist sehr mühselig, wobei da hinten, wenn ich mich recht entsinne, müsste es noch gehen. Vielleicht schaffen wir es da drüber. Ja. Ah, ja, ja, ja. Ah, das ist nice. Aber ich habe da hinten schon was an, wie sie jetzt gesehen. Ist der nächste. Ich fürchte fast, dass ich mich hier auf sehr, sehr dünnen Boden bewegt. Von wegen der Gruppe anschließen, gehe ich immer mehr und mehr solo schon wieder. Und wir werden einfach mal die Kurve nehmen. Dann sind wir wieder bei der Gruppe dabei. Über eins dort auf der falschen Seite. Laufen so. Mal schauen, ob wir so ein Stück ranwagen können. Ah, da war einer. Warning, incoming missile. Warning, ja. Incoming missile. Ah, das wird fast ein AMS. Keine hundertprozentige Missilabwehr. Was ist los? Ah, ich rutsche ab. Okay. Da bin ich einen Schritt zu weit nach hinten gegangen. Da war ich schon teilweise im Boden. Könnte natürlich sein, dass der seinen Höhenvorteil nutzt und uns hier das Leben schwer macht. Ja. Das ist ein recht flotter. Das, der könnte mir echt das Leben schwer machen. Warning incoming missile.
habe ich schon. Oh je. Oh, das hat im Arm gekostet. Oh, jetzt bin ich überhitzt. Ja, den haben wir. Sehr nice. Da ist aber noch einer. Oh, wie du überhitzt. Ja, sehr nice. Also da habe ich ein Glück gehabt, dass die Kollegen kommen sind. Uiuiui. Die haben mich dann doch nochmal rausgerissen. Weil die zwei hätten mich ganz schön schnell fertig gemacht. Jetzt haben wir natürlich da oben noch einen ganzen Haufen. Ah ja, PPC, das ist meine einzige Long-Range-Waffe. Wir müssen schauen, dass wir da irgendwo hochkommen, weil hier unten sind wir dann nur gefundenes Futter. Da müsste es doch links mal so vorbeigehen und hoch, ne? Also das war wieder ein Moment, wo ich meine kleinen Maschinengewehre, die ja nur auf Short Range mit 120 und minimalen Schaden machen, doch liebe. Weil du kannst jetzt ständig einen Damage machen. Man sieht eh, wie schnell man eigentlich überhitzt mit dem Ganzen. Ah ja, da kommt schon der erste Besucher. Target acquired. Ja, den habe ich ein bisschen nerven können. Erwartet aber noch einer. New target acquired. Oh ja. Nein, jetzt hat's uns. Ja, der dürfte Large Laser haben. Das ist natürlich dann für mich wesentlich ungesünder. Mit meinem Medium Laser mache ich auf die Distanz recht wenig Schaden. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. Also hat ganz schön Action gegeben mit den zwei da. Wie gesagt, zum Glück sind die Kollegen gekommen. Schauen wir mal, wie sieht's denn aus. Uiuiui. Also wenn ich jetzt nicht wieder falsch lese, ist ja der letzte. System offline. Okay. Was macht er? Habe ich auch noch nicht gehabt. Ich habe jetzt keine Ahnung, was er macht, warum er welche eigentlich quasi abgeschalten hat. Wie wenn er ausgestiegen wäre. Tja, das ist dann nicht so spannend. Ich mag es eigentlich sehr gerne, den anderen Spielern zuzusehen. Aha, okay. Haben wir schon mal verloren oder hat er? Den? Kann sein, dass... Ja, ja. Das ist das, was vorhin gerade hineingeschrieben haben, von wegen Patch in 8 Minuten. Das dürfte jetzt eben anscheinend soweit sein. Das heißt, ich muss das Ganze im Prinzip entweder jetzt abwarten oder nur neu starten, damit ich meinen Patch downloaden kann. Je nachdem. War ein interessantes Spiel, hat mir sehr gut gefallen. Freut mich, dass ihr dabei wart. Lasst mir Comments da, lasst mir einen Daumen hoch da. Und wir sehen uns in der nächsten Runde von MechWarrior Online bei Voodoo's Let's Play. Danke, tschüss.